Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Ja, ich bin momentan krank. Ich hoffe, die Stimme ist gut, bleibt gut. Also, ja, ich habe keine Probleme. Heute werden wir Rifts machen. Wir haben genug gesammelt, 37 insgesamt. Und 5 brauchen wir pro Rift. Also, das hört sich doch gut an. Bei Path of Exile bin ich momentan am Items suchen und deshalb habe ich mehr Zeit für hier und ja, kommen also in den nächsten Tagen vielleicht mehr Diablo Videos als Path of Exile Videos. So, schauen wir mal in den Rift. Ja, und du hörst auf Reden. Ah, Grüße. Mit ein paar Anfangslecks, wie immer. Okay. Die bleibt nicht mehr an Ecken stecken. Die kann man nicht über Ecken zaubern, leider. Gehen wir hier entlang. Okay, scheinbar geht's hier weiter. Gehen wir wieder nach oben. Mal nach links unten. Ja, jetzt habe ich wieder Dinge aktiviert. Ah. Wenn ich drauf hätte. Ich will nicht Akarats Champion aktivieren, wenn ich es nicht brauche. Außersehen. Es könnte ein bisschen eine großflächige Höhle sein. Schauen wir mal. Was ist hier? Ja, wir brauchen jetzt bald mal eine bessere Waffe, damit wir nicht so lange brauchen für die T1 Gegner. Da ist jetzt gut, dass wir Rifts machen, weil da die Chance auf magische Gegner, also auf Legendäres, höher ist. Mal schauen, also hier geht's zu. Hier kommen wir zusammen in die vorherige Ebene. Okay, gut. Und da oben kommen wir wahrscheinlich auch noch hinzu. Das ist doch mal gut. So, Delle. Noch eine Explosion. Ah, nicht das Schild. Hallo? Nicht runter tun. Macht euren Frieden.
Hier ist eine Truhe. Okay. Hier geht's auch noch rüber. Was ist denn das für eine Höhle? Ah, die geht dort zu. Alles so Kringel. Also hier waren wir, in der Mitte waren wir noch nicht. Dann müsste es unten rechts weitergehen. Und wir finden nur gelbe Sachen wieder. Hallo, was sind die Legendaries? Eigentlich sollte es ja so sein, dass wenn man mehr Magic Find hat, mehr Legendaries aus den gelben, aus den Elite-Gegenständen. Oder Rare-Gegenstände herausdroppen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es droppen mehr Gelbe, dafür keine Legendaries mehr. Ich brauche noch mehr Magic Find. Also hier ist Sackgasse. Okay. Und hier geht's weiter. Gut. Magistrat, was? Abstieg, okay. Oh, jetzt kommt wieder so eine Geigenmusik. Mag ich nicht. Das ist jetzt ein geradliniges Level. Das Gegenteil vom vorherigen. Geht mal weg, bitte. Kommen noch unsichtbar. Verdammt, nicht Sweeper, die tönen doch mal gut. So. Sehr viele von diesen Kröten. In der Truhe ist ein Marquis Rubin, okay. Hier, oh doch, jetzt kommt einer. Gleich, wenn ich sage, kommt einer. Ich müsste es öfters sagen. Wo bleiben die Champions und Elites? Hm? Oh Gott. Müsste ich so viel Leben haben?
Und ein schon wieder ein Speer. Ey, es gibt's. Das gibt's nicht. Und schon wieder dieser Speer. Oh, ich brauch doch keine Speere. Kann ich nicht gebrauchen. Der hat nicht mal Stör drauf. Okay. Ah, Menno. Aber immerhin mal ein Legendary. Und jetzt kommen plötzlich mehrere auf einmal. Aber zwei ist immer noch dürftig in dieser Ebene. Dafür kommt wahrscheinlich noch der Rift Guardian. Weg damit. Irrgesindel. Kriecht in die Hölle zurück. Nicht genug Zorn. Aha. Fertig. Gegner. Gib mir jetzt einen Rift Guardian. Oh. Ein Plan. Was blitzt da? Blitzbolzer. Hand am Brust, okay. Haben wir auch schon lange nicht mehr bekommen, einen Plan. Wahrscheinlich habe ich alle gelbe Pläne gefunden. Ich benötige mehr Zorn. Oh, ich sehe ja. Und das ist wieder Gier. Hier gibt's nicht mehr, also auch keine Schatzgoblins mehr oder was? Na, der kommt wieder. Der will nur ein bisschen Kaffeekränzchen und ein bisschen Ferien machen. Dann kommt er wieder. Ja, genau, muss ich drehen noch ein bisschen mehr auf. Trollololololol Musik, Trollol. Sehr schnell im Sperren, oh Gott. So, haben wir bald wieder voll. Die hüpfen dir gleich noch rein. Oh Gott, Selbstmordattentat. Und hier sind noch mehr. Gut. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Oh Gott. Illusionisten. Weg damit. So, jetzt habe ich ein blaues Item noch eingesammelt. Okay. Sehr, sehr lange dieses Level. Hab dafür ganz geradlinig. Grüß Gott, nächster Gegner. Mach ich mal alles an. Ah, das ist so ein Blitzdings. Ah, Verreisungsimpuls. Bitte nicht. So. Was haben wir hier vorne? Nichts bekommen.
ein Kaffeekränzchen bei dieser Musik. Ich fühle mich wie in einem Thronsaal, einem, sag mal, Festivalsaal. Das hört sich schon, also das fühlt sich schon besser an mit der Musik. Wenn sie kommt. Mach die Musik. Was ist denn das? Alles große Gegner. Ist hier jemand? Ja. Die Ziegenmenschen, Schamanen sind ja auch hier. Okay, hier oben ist nichts mehr. Ah, Level 63 bald, sehr schön. Und dann hoffentlich auch bald wieder ein Elite. Desperado. Fürst der Verdammnis. Ja, da möchte ich nicht gern Fürst sein. Von der Verdammnis. Wen verdammst du so? Jetzt muss ich mal. Genau. Jetzt muss ich mal nach Hause. Oder nach Lutkolein. Ja, brauche ich nicht so viel Leben. Okay, dann tun wir mal den Plan hier rein. Gleich mal auf alle machen. Blitzbolzer. Da. Oh, nicht schlecht. Heiligenschaden. Hier habe ich noch ein anderes, das sieht gleich aus. Ja. Und hier haben wir noch die geheiligte Verdammnis. Okay. Hier alles reintun. Und schauen wir mal an. Welche besser ist, eine werden wir verkaufen. Ja, der ist schon besser. Ja. Ja. So. Den Edelstein möchte ich bitte heraus haben. Und zerlegt nicht verkaufen. Ich sage immer verkaufen. So, wie viel haben wir jetzt? 4 Stück. Okay. Also weiter geht's.
Und ein neuer Plan, Goldgeißel. Für was ist das? Ein legendären Flegel. Oh, hoffentlich ist der stärker. Hoffentlich ist der stärker als unser. Also wir haben ja keinen Flegel mehr, aber... Oh, ganz viele von diesen Giftteilen. Geht weg, Wolken. Ich will jetzt nicht durch. Stinkt doch ganz fest. So. Ich hoffe, wir müssen nicht alles zurückgehen nachher. Sollte ein Rundgang sein. Wir haben viel eigentlich nicht gemacht. Also eigentlich nur hier nicht gemacht. Okay. Dachte, es wäre mehr, wo ich ausgelassen habe. Nee. Von Gold und von Edelsteinen habe ich schon genug. Oh, er wurde gestört beim Ding. Oh, und ein Amulett. Legendary Amulett. Oh. Schauen wir gleich an. Ah, die wollen mich stören, das geht nicht. So. Jetzt schauen wir es an. Oh, geh weg. Und ein krümeliges. Ah, die Halskette von dem Akt 2 Verkäufer, der Verkäuferin. Wäre nicht schlecht. Vitalität, Leben pro Treffer. Einen leeren Sockel. Ja, ist besser. Wir haben nämlich Blitzschaden. Von der rechten Maustaste. Und sonst nicht, aber die setzen wir sowieso viel ein. Und Gerechtigkeit eigentlich auch. Und da macht es mehr Schaden. Das ist nämlich sehr gut. So, ich gebe es nämlich der Krümelchen nicht zurück. Nein. Gebe ich nicht. So willst du nicht verkaufen. Am Arsch. So, dann droppen wir auch wieder ein paar Dinge als Ausgleich an den letzten zwei Parts, wo wir gar nichts gefunden haben. Ist jetzt uns ein zweites Legendary gedroppt. So. Nur Spray im Winde. Genau, nur Spray im Winde. Noch nicht bereit. Ah, schön. Prima. Sind wir ein bisschen stärker geworden wieder. Also hier ist der Ausgang und wir haben ein Paragon-Level, das 63. Nicht genug Zorn. Noch nicht. So, defensiv ist diesmal dran wieder. Mehr Resistenzen, danke. Und jetzt gehen wir nach rechts oben. Ich hoffe, das geht hier zu. Aber ich denke schon.
Nicht für Eisen, bitte. Ah, wir sind sowieso immer noch. Das ist doch gut. Tag. Ist niemand zu Hause hier. Mit so viele Tische. Ah, oh, nervt nicht mit dem Reflektieren. Dem von Eisen auch nicht. Aha, die haben mich Ding noch, sind vielleicht die da oben. Na, irgendwie habe ich da etwas gehört von Angst, Gegner, Furcht. Aber scheinbar war es nur ein bisschen, weil ich irgendwo falsch geklickt habe oder so. Okay. Ich dachte, ich hätte nicht bewegt mich. So. Also im nächsten Park jetzt den nächsten Rift. Und dann schauen wir uns auch den Zweihandflegel an. Also bis denne und viel Spaß noch mit anderen Videos. Bye!